Hallo ihr lieben Skorpione und willkommen zur Mailegung. Ich lege wie immer hauptsächlich auf die Liebe. Sollte sich ein anderes Thema sehr stark zeigen, gehe ich natürlich auch darauf ein. Und ich starte für euch mit dem Krafttier-Orakelkarten, um in die allgemeinen Energien für euch in den Mai einzusteigen. So, dies ist natürlich eine allgemeine Legung für mein Abonnentenkollektiv. Schaut natürlich immer, ob ihr in Resonanz geht und nehmt nur das für euch mit, was für euch wichtig, richtig und stimmig ist. So, bitte um eine Krafttier-Orakelkarte für meine lieben Skorpione. Es zeigt sich die Krähe im Mai, die Nummer 33. Sei Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes. Und noch eine Mondkarte hier hinzu. Mir kommt gleich rein, dass du hier kreativ mitwirken sollst in einer gewissen Sache. Was sagen die Mondkarten noch dazu? So, bitte, wenn keine kommt, dann ziehe ich eine. Gut, dann ziehe ich eine. Sicherheit für dich und deine Liebsten. Neumond im Krebs. Gut, also es zeigt dir doch an, sei hier Mitschöpfer, wirke hier mit in deinem Umfeld, in deiner Familie, sei hier der kreative Part in der Gestaltung des Alltags, kommt mir hier gerade so rein. Schau dir genau an, was läuft nicht so, wie du es gerne hättest und verändere du es. Mach es nicht von anderen abhängig, sondern wirke gleich direkt ein und verändere die Dinge, spreche mit den Menschen, die du gerne in deinem Umfeld hast und spreche mit ihnen über die Veränderungen, die du gerne haben möchtest. Dann kannst du hier sehr viel bewegen und sehr, sehr viel verändern. Und hier auch Sicherheit schaffen für dich und deine Liebsten. Hier die Nummer 9, der Stäbe. Auch diese ist eine Schutzkarte, ja, eine Abgrenzung von Bösen, eine Abgrenzung von äußeren Einflüssen. Dieser gewisse Schutz, den du hier aufbaust, eventuell im Mai für dich, für gewisse Freunde, für gewisse Familienmitglieder oder auch in einem gewissen Kreis für deine Partnerschaft natürlich hier für Sicherheit zu sorgen. Sieht man hier sehr, sehr deutlich, dass du das im Mai tun wirst und angehen wirst. Jawohl, der König der Stäbe. Also du nimmst die Sache hier ganz klar in die Hand und was vielleicht dir bisher, was du vielleicht bisher von anderen erwartet hast, nimmst du jetzt hier selber in die Hand, sorgst hier für Schutz, sorgst hier für Sicherheit und grenzt hier, ziehst hier eine klare Grenze zu Dingen, die nicht gut für deine Familie, deine Partnerschaft hier sind. Ja, und wägst hier ab, ganz klare Gerechtigkeit hier, du siehst hier ganz klar, was ist hier gerecht, was ist hier nicht in der Waage gewesen, was ist hier im Ungleichgewicht gewesen und bringst das Ganze in Balance. Vielleicht haben sich andere Leute eingemischt, zu sehr in dein Leben, in eine Partnerschaft hier eingemischt und das bringst du hier wieder in Balance.
damit das Ganze hier wieder harmonisch abläuft. Ja, genau. Und dann kommt auch hier das Ass der Kelche. Dann können die Gefühle auch wieder wunderbar fließen. Dann kommt die Liebe auch wieder ins Leben. Dann kann alles wieder wunderbar fließen, wenn hier klare Grenzen gezogen werden und du das hier wieder in deine Hand nimmst. Wenn du wieder auf dich und deine Liebsten Acht gibst und du wieder auf deine Liebsten schaust. Es zeigt sich hier der Gehängte andersherum. Normalerweise ist der, hängt er so am Baum, ja. Es zeigt sich aber hier so, und zwar zeigt es sich hier, dass du hier jetzt Dinge verstehst. Ja, mir kommt hier so rein, dass du jetzt verstehst, dass du die ganze Zeit die Sache in der Hand hattest, ja. Du hast sie aber irgendwie aus der Hand gegeben. Und das verstehst du jetzt hier ganz klar, dass du hier eigentlich die ganze Zeit die Macht gehabt hättest, auf diese Situation einzuwirken, aber irgendwie diesen Schutz, diese Sicherheit hier ja verloren gegangen ist in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, hier etwas durcheinander gekommen ist, aus der Balance geraten ist und du jetzt wieder die Sache in die Hand nimmst, hier für Sicherheit, Stabilität hier sorgst, und das wird dir hier im Mai sehr, sehr klar werden. Ja, hier der König der Münzen, der hier einfach für die Stabilität hier sorgt, der hier wieder seinen Platz einnimmt, auch wenn du eine Frau bist, ja, nimmst du hier wieder deinen Platz ein und sorgst hier wieder für Sicherheit, für Stabilität. Ja, ist sehr schön angezeigt hier, dass du hier einfach wieder verstehst, dass du hier für das sorgen musst und hier auch Mitschöpfer einfach an der Seite des Allgeistes, an der Seite des Göttlichen, an der Seite des Universums hier bist und auch selbst dafür sorgen musst, dass es dir und deinen Liebsten hier gut geht und auch abschirmen musst von bösen Einflüssen, von negativen Einflüssen, dass das hier deine Aufgabe ist und genau, nicht von anderen erwarten, dass andere das fernhalten, sondern mach du es, halte du negative Einflüsse fern von deinen Liebsten, dann läuft es hier wunderbar und das erkennst du hier auch im Mai. Sehr schön ist vielleicht auch durch diese ganze Krise in den letzten 2 Jahren etwas aus der Balance einfach geraten, ja, gewisse Prozesse, die eigentlich normal waren, sind hier einfach etwas durcheinander geraten. Das ist völlig normal, war bei vielen so, dass hier etwas aus der Balance geraten ist. Was ist hier der Rat? Ja, hier kommt eine große Chance auf dich zu, eine große Stabilität, eine große Sicherheit. Also nimm sie und beschütze diese. Nimm diese und beschütze diese für dich und deine Liebsten. Was möchte dir das Tarot noch raten? Es zeigt sich die Königin der Stäbe. Also König und Königin der Stäbe. Eventuell kommt hier eine wirklich gute, gute Chance in dein Leben. Finanziell, partnerschaftlich, dass sich hier wirklich eine ganz, ganz tolle, stabile Sicherheit hier aufbauen könnt, ja, wenn du hier dich und deine Liebsten hier abgrenzt von diesen negativen Einflüssen, ja, sehr, sehr schön. Ich ziehe noch eine Herzkarte für dich. Und hier wieder für die Balance einfach sorgst, dann schenkt dir auch das Universum wieder neue Chancen, neue Möglichkeiten. Kann sein im Materiellen eine Festigkeit in der Beziehung, kann auch ein Geldsegen für manche bedeuten. Hoppala, das waren zu viele. Kann auch ein, für manche kommt auch hier eventuell ein
ein sehr wohlhabender Partner ins Leben, eventuell ein Unternehmer. Ja, für manche sehe ich das ja auch. Im Mai, wie gesagt, diese Grenzen ziehen, sehr, sehr wichtig. Abstand halten von negativen Einflüssen. Dann kann ja auch das Gute ins Leben treten. Oh, was ist hier los heute mit den Liebeskärtchen? So, was haben wir hier? Es wird sich zeigen. Man will es nicht immer hören, aber in Herzensangelegenheiten hilft oft nur Geduld. Die Liebe braucht manchmal etwas Zeit, aber dafür gibt es dann ein Happy End. Am Ende wird alles gut, wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das stimmt absolut. Also nicht verzweifeln, wenn es noch nicht da ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, vielleicht stehst du so kurz bevor, also nicht aufgeben, nicht verzweifeln. Ich weiß, es steht auch hier, man will es nicht immer hören, also noch härtere Grenzen ziehen zum Negativen. Wie gesagt, die Liebe möchte nicht das Negative, die Angst. Die Liebe möchte einfach die Liebe sein. Und dafür braucht man etwas Geduld, sehr klare Grenzen natürlich zum Negativen hier. Und das verstehst du hier im Mai. Und dann kommt hier auch das Gute. Das wirst du sehen, das wird hier einfach in Balance gebracht. Sehr, sehr schön. Klare Entscheidungen werden hier getroffen und es wird hier wieder in Balance kommen. Du wirst sehen, wenn du hier klare Entscheidungen, klare Grenzen hier ziehen wirst, dass es hier wieder ins Fließen kommen wird und du hier selbst für Sicherheit und Stabilität durch diese klaren Grenzen sorgen wirst. Sehr, sehr schön, mein lieber Skorpion. Ich wünsche dir einen wundervollen Mai und wenn du noch mehr zum Thema Seelenpartner sehen möchtest, schau dir gerne die kostenlosen Videos auf meinem Zweitkanal, die Herrscherin an zum Thema Seelenpartnerprozess. Ich verlinke sie dir unten und am Ende in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, tschüss!